Ah, da vorne ist Erlein mit der Feenkönigin. Und die sind ja so angsterfüllt, weil wir sind ja ein Magier. Und der ist ja nur eine Ausbildung. Ist von den Toten wieder auferstanden. Keiner kann sich's erklären, aber was soll's. Wir sind doch nur kleine Wurst. Sind nur kleine Wurst. Okay. Wir sind noch keine Wurst, Alter, ey. Irgendwie muss ich den Satz sinnvoll erfüllen, damit die Grammatik wieder stimmig ist. Wir stellen uns dem Bösen. Haben ja nichts Besseres zu tun. Wir wollen was Gutes tun. Und die machen uns lächerlich. Domina! Hallo, Finn? Erlein, was hat sie mit dir gemacht? Mich daran erinnert, wer ich bin. Und wer du bist. Erlein, kämpf dagegen an! Kämpfen? Warum sollte ich das tun? Das bin ich, Finn. Das wahre ich. Ich lösche dich aus, Zauberer. Ich bin von den Toten auferstanden. Du kannst mich nicht auslöschen. Von mir weglaufen. Ah, genau. Oh, tat das weh? Was zum Henker ist das denn jetzt? Aber der Assassine hat eh nichts zu melden. Der ist nämlich schon weg. Komm her. Küss mich, Finn. What? Oh, hast du schon Angst? Das solltest du. Warum? Ich habe höchstens Angst davor, warum ich hier plötzlich angegriffen wird von irgendwas, was ich gar nicht sehe. Und bisher hat sie noch keinen Schaden genommen. Aber das können wir sofort ändern. Du meinst sicher, das war schlau. Was war schlau? Blau war schlau. Ach, Jan. Das sind auch echte tolle Assassine. Ihr eiskaltes Herz muss richtig gefrieren. Wann kriege ich dich? Oh. Ich weiß. Ich habe schon Angriffe abgekriegt. Wie machen wir ihr jetzt überhaupt Schaden? Sie war zuletzt. Eis macht ihr irgendwie überhaupt was? Ich bin nicht schüchtern. Mein Gott. Oh, das war ja auch sehr schlau. Gut, wenn ich dafür nicht den Nobelpreis für einen guten Zauberer kriege, dann muss ich mit leben. So, Windhose. Na, nein, wie kritzelt das? Britzelt das, ne? Kitzelt ein bisschen mit. So, jetzt muss ich mir aber erstmal einen Heiltrank reinnehmen. Oh, Gigawatt! Oh, erst mal was drauf süppeln. Versuchst du es überhaupt? Ich wüsste jetzt mal gerne, wie ich am Anfang der Schaden gemacht habe. Oder warte mal. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine ganz. Ah ja, du wieder mit deinem komischen Dauerangriff. Mit deinem Magie-Maschinenpistölchen hier. Ah, jetzt. Boah, du Witzfigur, geh mir aus der Sonne, du hast ja eh nichts mehr. Okay. Ja, und wieder angreifen. Angreifen. Na komm doch her, Erlein. Ah! Aha, so ist der Hase begraben worden. Das wird nicht klappen, weißt du? Nein, ich weiß. Sie darf nicht in ihren eigenen Bannkreis kommen. Warum auch immer ihr das dann Schaden macht, aber wir müssen sie da reinbuxieren. Ich weiß, Erlein. Ach. Erlein, du bist keine gute Hexe. Loco. Erlein! Nein! Ihr Mörder! Ihr habt meinen Liebling getötet! Ich wollte gnädig zu euch sein. Euch einfach nur sterben lassen. Doch jetzt, Zauberer, wird der Albtraum eure Seele fressen. Oh, da hab ich aber Angst. Aha, okay. Ui. Der Albtraum
bist zu stark für euch. Das meinst auch nur du. Gegen die Macht des Albtraums ist eure Magie wertlos. Ja, deswegen machen wir dir auch Schaden, ne? Liebe Königin des Albtraums, die eigentlich früher eine Fee war. Und übrigens hast du Erlein doch in den Kampf geschickt. Schluss jetzt! Ich habe genug! Hütet euch vor den Ranken des Albtraums! Er soll euch in winzig kleine Stücke reißen! Shake it, Baby! Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it! Umarmung widerstehen. Nein! Das kann nicht sein! Ihr habt die Macht des Albtraums gestohlen! Oh, geil! Warte. Ah, ich kann jetzt gar nichts anderes mehr machen. Schade. Schmecke deine eigene Medizin! Kommt zu mir, meine Lakaien! Eure Königin wird angegriffen! Ja, ihr Lakaien. Ihr Lackenein. Soll sie sich doch heilen. Sie heilt sich übrigens, für alle, die es gerade nicht mitgekriegt haben. Finn, du solltest mal eine Windhose machen. Das war meine Absicht. Och, ihr seid echt lustige Leute. Ihr habt doch gar keine Chance gegen mich. Oh, die... Ja, und was renne ich denn da jetzt? Also, wie ist denn... So. Schade, ich dachte, wir könnten... Dauerhaft jetzt diese Albtraumfähigkeit. Okay, das macht ihr jetzt keinen Schaden. Und wieder mit Blitz angreifen. Ja, hoffe ich ja, wenn ich dich besiegt habe. Aber das wird noch einige Jahre dauern, also... Freut mich aber auch, dass du mich jetzt schon Gedanken darüber machst, liebe Frau Albtraumkönigin. Schade, dass wir diese Fähigkeiten... Ach, dieses blöden Ranken da nicht abwehren können. Ja, ist ja gut, ich hab's gemerkt. Ist ja okay. Bin ich jetzt weit genug weg für dich, Frau Königin? Ihr habt verloren, Zauberer. Sagt wer? Noch stehe ich, noch stehe ich. Ja, ich kann mich aber nicht wehren. Schweige denn, ausweichen. Oh, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ach, wisst ihr was? Ich gehe einfach. Natürlich nicht. Was habt ihr denn gedacht, was ich jetzt hier mache? Eins ist klar, hier muss ich auf jeden Fall entweder ausweichen oder... Ah, ja. Letzteres macht mehr Sinn, also Heiltrank. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gehört. Meine Mitspielerin, also nicht Mitspielerin, Zuschauerin, ja, könnte der Herr, Gevatter Finn mal trinken? Hallo, Herr Finn, trinken? Spürt all seinen Zorn am eigenen Leib. So, jetzt ist aber gut mit Schrecken hier. Boah, das ist doch unfair. Wie soll man denn da ausweichen? Du hast keine Chance. Uah. Was führt ihr im Schilde? Der Albtraum-Nexus? Nein! Ihr dürft ihn mir nicht wegnehmen! Doch! Er gehört... Nein! Er wird immer mir gehören! Nein! Oh, oh. Was habt ihr getan? Etwas, was wir hätten schon viel näher machen sollen. Gebt ihn zurück! Gebt mir den Albtraum zurück! Nein, du wirst erwachen aus selbigen. Und sehen, was du angerichtet hast. Er gehört mir! Ihr könnt ihn nicht haben! Doch! Bitte sei okay. Du,
hast einen Blitz geworfen. In mein Gesicht. Ja, es tut mir leid, aber du warst irgendwie echt böse und so. Mutter! Meine schöne Tochter. Mein süßer Liebling. Meine Kleine. Mein Schatz. Mein Täubchen. Es tut mir so leid. Du hast viele Menschen verletzt. Ich weiß, aber das ist jetzt vorbei. Der Albtraum ist fort. Er ist weg und du bist hier. Du bist hier und wir sind zusammen. Allein, hilf mir! Der Albtraum holt mich! Er zieht mich mit sich! Finn! Ich kann sie nicht halten! Lass los, Erlein! Lass los! Ich kann nicht! Sie ist meine Mutter! Ich werde im Albtraum sein! Ich werde im Albtraum sein für immer und ewig und ewig! Und ewig und ewig! Und du kommst mit mir! What's that? Nein! Der dunkle Sieg. Doch, was ist geschehen? Zwar könnten uns die Irrlichter in den richtigen Weg weisen, aber ich habe hier gerade irgendwo ein Päuschen gesehen nach da vorne. Ich weiß nicht, was jetzt kommen wird. Wir haben die Königin besiegt. Und Erlein und Königin sind... Und die Königin sind weg. Und irgendwas soll dort sein. Was leuchtet dort? Ist es das vermeintliche Licht am Ende des Tunnels? Hier nichts mehr kommentiert. Es sieht so aus, als wenn der Finn in den Raum gegangen wäre und es wäre alles gut. Aber auch wieso heißt das dann das böse Ende? Also laut Trophy. Und ein dunkler Sieg. Merkwürdig. Und hier seht ihr es. Tja. Ja, das war das Let's Play zu Sorcery, wo ein ganz dicker Teil fehlt, aber jetzt doch nicht so ausschlaggebend war. Ich muss sagen, das Ende war jetzt irgendwie unbefriedigend, würde ich jetzt nicht sagen, aber so unkommentiert ein bisschen schwach. Er geht in einen Raum, wo es leuchtet. Es gibt zwei Enden. Man kann sich auch von Erlein besiegen lassen, dann ist es sozusagen das andere Ende. Das weiß ich soweit. Das wollte ich jetzt noch nicht spoilern. Nur das fand ich jetzt irgendwie wirklich ein bisschen, naja, schwach. War die Königin noch da? Hat Finn alle daraus befreit? Oder war das Ganze nur eine Illusion? Naja, Illusion ist jetzt weit hergeholt, aber nur Finn war dort wieder vor Ort. Also es bleiben mir ein bisschen viele Fragen offen. Ich weiß, und wenn sie nicht gestorben sind, sind sie glücklich ihrer Tage. Das ist ja normalerweise bei solchen. Aber warum wurde das Ende nicht mehr kommentiert?
und gesagt, und dann verzog sich die Dunkelheit in die, denn sie wurde zurückgeschlagen, da Finn durch die Fähigkeit seines alleskönnenden Talentes, Beispiel, alle in Frieden zurückgeholt hat, weil er ein wirklich guter Magier ist, zum Beispiel, und damit mit Erlein zusammen ist und der König wurde aus seinem Schlaf geweckt und die Königin wurde für immer aus ihrem Albtraum befreit, zum Beispiel, oder irgendwas in der Art, aber das ist doch nur, texte dir selbst das Ende zusammen anhand an Bildern. In den letzten Jahren war es ja immer so, dass man immer das traditionelle Ende hatte, dass man sich dann schon mittlerweile nicht mehr angeguckt hat, halt dieses, und wenn die nicht gestorben sind, sie glücklich bis ja an das Ende ihrer Tage. Doch jetzt wurde das dann irgendwann umgenannt, dass plötzlich ein offenes Ende war, wo es dann hieß, böse Augen kamen plötzlich aus Finn hervor, oder der Händler war plötzlich der Dämonenkönig persönlich, oder die Königin hatte noch so einen Hauch, wie Mr. Burns in der einen Folge, Böses im linken Zeh, das reicht nochmal, um alles wieder umzuschlagen, für den nächsten Teil. Das war so in den letzten Jahren, ist ja bei Filmen immer noch der Fall. Ist das öffentlich, ist das Ende offen? Ja! Bei Büchern mittlerweile auch, finde ich grausam. Nicht bei allen, aber bei meisten. 9 gut gängigen. Ja, und so ist das Ende jetzt so ein Zwischending. Es ist ein definitives Ende. Wohl möglich. Man weiß es ja nie. Kann man ja immer noch weiterführen. Aber ohne eine Beschreibung. Finde ich sehr, 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 sehr schade. Es war kein schlechtes Spiel, aber insgesamt... Ich muss sagen, ein Kumpel hat das von mir auch. Er hat es mittlerweile auch schon durch. Er hat mir auch gesagt, wie lange er ungefähr dafür gebraucht hat. Er spielt wirklich nicht langsamer. Er ist nicht gerade zügig. Der hat auch nicht jeden Tag Zeit. Der spielt mal ein Stündchen und so. Der hat aber gesagt, er hat insgesamt... wirklich, und er macht nicht alle Kisten, nur grob einen Tag, etwas, naja, nicht einen Tag, aber 10 Uhr bis 8 Uhr. Und er würde sagen, so von der Stundenanzahl, was dann dementsprechend 10 Stunden sind circa, und er spielt langsam, war er locker durch. Also ich würde mal meinen, er war schneller durch, so von seinen Erzählungen her, rein rechnerisch. Heißt es, es ist schön, aber der Umfang war ja im Ansatz auch mit einer guten Story. Doch, also ich füge das jetzt alles zusammen. Ihr habt meine Review gelesen und da wisst ihr natürlich mehr. Und falls nicht, tue das. Lese meine Review, ich befehle es dir. Ich habe einen magischen Stick hier in der Hand. Ich weiß nicht, was ich alles damit machen kann. Er heißt nicht umsonst Move. Ich kann ihn nämlich rollen, bewegen und sonst was. Aber auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist ja immer öfter mal spielen so, dass das Ende nicht mehr so wirklich befriedigend ist. Man sagt, ja, Ende, naja, naja. Wenn ein Spiel früher von Final Fantasy in dem Rahmen gewesen wäre, dann hättet ihr mindestens dreimal mehr Alchemie. Zumindest das Dreifache. Es ist wirklich umfangreich, weil du ja jede einzelnen Gegenstand miteinander kombinieren kannst, wo dann individuell nochmal was rauskommt. Ist ja auch nicht mehr so häufig. Und... du hättest mindestens ein plausibles Ende oder mindestens auch irgendwas Episches. Das war jetzt irgendwie ein bisschen schwach. Es war wieder mit viel Gag, finde ich lustig, fand ich auch toll, fandest du wahrscheinlich auch oder auch nicht. Ist dir überlassen, ist deine Meinung, nicht meine. Meine habe ich gerade nämlich am Anfang des Satzes gesagt. Punkt. Luft geholt. Weitererzählt. Und ich weiß es nicht. Es kommt ja immer wieder vor, dass Enden nicht so überzeugend sind. Das reiht sich irgendwie so ein. Ich würde mich ja am zweiten Teil jetzt freuen, einfach aus dem Grund, weil ich hoffe, dass bei der Entwicklung des zweiten Titels die Geschichte hier an dieser Stelle an der Geschichte hier angesetzt wird, um offene Fragen gelöst zu bekommen. Was ich generell bei vielen Spielern so auch empfinde, ich bin ja nicht einzeln, Menschen sind ja irgendwo doch auf irgendeinem Nenner doch mal gleich. Das mag dementsprechend nicht für jeden zutreffen, was ich jetzt hier sage, aber Ich weiß es nicht. Warum sage ich dann, weiß ich nicht? Sollte ich drüber nachdenken? Weil ich mir nicht sicher bin. Also ich würde mich dementsprechend auf den zweiten Teil freuen, weil ich fand das schon nicht schlecht. Es war eine gute Geschichte. Sollte vielleicht ein bisschen ausführlicher werden. Finde ich wirklich schade. Es war lustig. Hatte Hand und Fumus.
Nur der Fuß hat so keine Zehen gehabt, wenn man das so Ende mal so als Fuß betrachtet. Das war irgendwie so. Ja, ich kann meine Zehen bewegen, aber ich sehe sie nicht. So ungefähr. Naja. Der Vergleich ist jetzt auch merkwürdig. Dann komme ich jetzt auch mal zum Schluss. Ja, vielen Dank nochmal fürs Schauen für Sorcery. Ich weiß nicht, wann die Folge jetzt online geht, aber hier sei schon mal gesagt, es wird ein Let's Play The Elder Scrolls Skyrim geben. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, wo ich den Gag da eingebaut habe, also, war mehr oder weniger auch so ein bisschen schlecht. Aber ich glaube, war deutlich, was ich damit sagen wollte. Naja, auf jeden Fall, das nächste Let's Play, was ich starten werde, was wahrscheinlich startet, irgendwann nach den 4 Wochen oder nach dem Monat, wird es Skyrim sein. Was aber dann noch läuft, weiß ich nicht. Also Borderlands wird dann auf jeden Fall noch weiterlaufen. Also heißt, dass es noch nicht fertig ist. Dauert ja auch da ziemlich lang. 3D Dot Game Heroes wird dann irgendwann auch schon zu Ende sein. Ja, und was dann kommt, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht, also mit einem Kumpel zusammen, vielleicht, nicht mit einem Kumpel zusammen, ein Kumpel hat mir vorgeschlagen, wenn das Batman Arkham Asylum und danach Batman Arkham City zu machen, bin ich auch nicht abgeneigt. Weil ich finde das sehr schön und man muss da taktieren und bietet einem da auch sehr schön die Möglichkeiten, in die tiefen Gründe von Batman reinzugucken. Ich weiß es nicht. Ich bin immer für Vorschläge offen, weil ich mache natürlich auch Let's Plays und ich muss ja jetzt auch sagen, ich habe für, glaube ich, 5 oder 6 Wochen vorgearbeitet, nicht nur für 4. Und, boah, ich rede viel zu viel. Wahrscheinlich habt ihr jetzt schon lange abgeschaltet und falls nicht, seid ihr gespannt, was jetzt als nächstes kommen wird, worauf ich eigentlich hinaus will. Kurz und knapp, wenn ihr eine Idee für ein neues Let's Play habt, neues Spiel oder altes, also ich spiele nicht alles, ich höre mir das an, stimme zu oder nicht, also Max Payne werde ich nicht machen, es ist nicht mein Spiel. Und der neue Teil, was ich so gehört habe und gesehen, es ist Max Payne, aber der Rest ist nicht mehr so ganz so das, was man so von ihm kannte. So am Rande. Habe auch überlegt, hier so ein Let's Play Mod Nation Racer zu machen. Weil das sind so Spiele, auch Little Big Planet und Little Big Planet Let's Play. Da würde ich lieber ein Let's Create machen, wo man dann Level erstellt und dann so ein bisschen dazu redet und auch erklärt, wie bei Minecraft ungefähr. Ist so auch ein Konsolen-Gegenstück zu Minecraft, finde ich. Was man da so bringen kann. Zumindest ist PlayStation exklusiv. Naja, also wenn du eine Idee hast, was ich so Let's Playen könnte, schreib's einfach in die Kommentare, teil's mir mit. Ich hab nicht alles Mögliche an Ideen und es kommt ja auch immer auf das Feedback drauf an. Ich kann irgendwas Let's Playen, was ich hier stehen habe, Devil May Cry 4, aber ich glaube nicht, dass das alte Spiel jemand unbedingt sehen will und gut Let's Playen lässt sich das auch nicht. Naja, oder, ja. Wie wär's denn mit Bioshock? Da wurde ich wirklich gefragt, ob ich das Let's Playen könnte, aber ehrlich, das ist mir nicht so ganz meins. Also ich hab's, aber für ein Let's Play bin ich wirklich zu schlecht, weil ich da sehr konzentriert dabei sein muss, weil es ein schönes, dynamisches Spiel ist. Was auch ein bisschen fordernder ist, finde ich. Naja. Hab auch immer so nachgedacht, aber ich rede jetzt so über Spiele, dass ich einfach mal auf den Punkt kommen will und sage, ich will einfach diesen Abspann hier abreden. Support Services, Lead Technik, Christoph Popley, Michael Bishop. Bishop? Der Name kommt mir jetzt irgendwie gerade vor. Egal. Und hier nochmal, was für Engines verwendet wurden und wer da alles mitgearbeitet hat an Studios und an Lizenzen und was alles lizenziert, sagt man ja, wurde. Naja, schreibt in die Kommentare, ob euch gefallen hat, ob das jetzt was für euch wäre. Wahrscheinlich eher weniger. Und vielen Dank beim Zusehen. Ich gucke jetzt noch, ob was kommt. Manchmal kommt ja noch am Ende noch was Besonderes. Falls nicht, werden wir es gleich sehen. Wow, ich habe so viel geredet, dass der ganze Abspann schon rum ist und ich bin noch nicht mal fertig. Eintun. Okay, das scheint es doch gewesen zu sein mit Sorcery, zu Deutsch der Zauberer. Finde ich ein klein wenig schade, dieses seltsame Ende. Kurz gehalten. Naja, ich habe es mehrfach gesagt. Also vielen Dank nochmal fürs Schuhschauen. Also für die Schuhschachtel. Und bis zum nächsten Let's Play. Wir freuen uns. Ach ja, die Quote, abonniert mich und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Oder einfach generell Daumen hoch. Wenn ihr es gesehen habt, ist ja mittlerweile auch so gang und gäbe. Ich habe es gesehen, aber es mir hat gar nicht gefallen. Aber egal, ich habe Daumen hoch gegeben.
Hey, damit unterstützt er uns ein bisschen. Ihr könnt uns auch irgendwie Geld zukommen lassen. Also aus Spaß, das meine ich jetzt nicht ernst. Mit Käufen über Amazon könnt ihr uns natürlich auch unterstützen, irgendwie ein bisschen. Wir werden da nicht reich durch, aber zumindest so ein bisschen. Können wir gucken, dass wir euch noch ein bisschen mehr geben. Naja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und bis zum nächsten Mal bei einem weiteren Let's Play. Tschüssi!